Ah ja, Lieben, wir fahren am Sonntag, den 17.09. um 15:30 Uhr nach Heidenheim. Wir spielen auswärts. Das Stadion, das Vogt Arena, die wird mit 15.000 komplett ausverkauft sein. Das Kontingent für die Auswärtsfahrten ist wohl komplett abgebucht worden. Werder sagt, wird eine schwierige Anfahrt für die Fans werden. Okay, nehmen wir erstmal so an. Es soll aber wohl vor Ort einen kostenlosen Bus-Shuttle geben. Also von daher gesehen hoffe ich doch, dass ihr versorgt seid. Ja, warum habe ich mich in letzter Zeit mit Werder Bremen-Themen ein bisschen rar gemacht, wollte ich mal kurz erklären. Es waren hier mal 31 Grad und ich habe einfach mal das Wetter genossen. Werder Bremen hat ja auch quasi ein bisschen Pause gemacht. Die hatten zwar ein Testspiel gehabt, ganz ehrlich, da waren die meisten Spieler, die waren aber weggefahren oder waren verletzt. Das war jetzt nicht großartig erwähnenswert. Ne? Die viele U23-Spieler sind aufgestockt worden, oder aus der U19, und die haben mal Spielzeit gekriegt und die konnten mal gucken, wie es bei den Profis so läuft. Selbst Werner hat sich eine Auszeit genommen, ist beim Bartels Abschiedsspiel gewesen, hat da einen auf Trainer gemacht und hat noch ein bisschen mitgekickt. Also die haben alle mal 5 gerade sein lassen, und ich habe gedacht, bei 31 Grad tue ich das auch mal. Ich war ein bisschen unterwegs gewesen, habe für euch andere Aufnahmen gemacht für diesen Kanal. Wie ihr gesehen habt, ein paar Videos sind hochgeladen worden in letzter Zeit. So, jetzt kommen wir aber wieder zurück zu Werder Bremen. Und das ist so, wir müssen gucken, wie das denn läuft auf dem Kanal. Das soll früher oder später das Werder-Thema abgetrennt werden vom Kanal, dass das einen eigenen Platz kriegt. Aber mehr, wenn es soweit ist. Theoretisch sitze ich hier noch ein bisschen zwischen Tisch und Borke, wie man so schön sagt, oder Tisch und Stuhl. Ich möchte eigentlich einen eigenen Raum machen, wo ich mich dann auch mal in Ruhe hinsetzen kann und nicht zwischen Tier und Angel Videos drehen muss. Ich warte darauf, dass mein Bruder so weit ist, der mir hilft, den Raum zu gestalten. Schöne Grüße von hier aus. Jedenfalls kommen wir jetzt zu Werder zurück. Also, ja, meine Einstiegsfrage. Der Trainer von Heidenheim heißt ja Frank Schmidt. Und wisst ihr, warum er den Kopf immer schief trägt? Das ist eine Frage, die habe ich nachgegoogelt, und bei stand ja in Frage mit drinnen, man soll ihn da nicht drauf ansprechen, das findet er nicht so toll. Aber ich möchte jetzt mal gerade mal erwähnen, wann haben wir mal großartig gegen Heidenheim gespielt? Ich meine, ich kann mich daran erinnern, ich glaube, wo Werner damals in der zweiten Liga das Ruder übernommen hatte, das war nicht das eines der ersten Spiele, was wir verloren hatten in der zweiten Liga gegen Heidenheim. Also wird mega spannend, das Spiel. Jedenfalls, die Antwort auf die Frage ist, der hat quasi die Halswirbelsäule sind verknöchert und deswegen hält er den Kopf schief. Da steckt da so ein bisschen hinter, aber er nimmt das wohl mit Humor. So, kommen wir ein bisschen zu Heidenheim. Also, alle Mann sind an Bord, außer ein gewisser Illidan Quintin, 20 Jahre alt, Mittelstürmer. Der fällt wohl sehr lange aus. Es hat einen Marktwert von ungefähr von 100.000, habe ich gesehen. Ich glaube nicht, dass der großartig für den Kader wichtig aktuell ist. Ansonsten sind alle an Bord. Der teuerste Spieler ist Tim Kleindienst, den kennen wir ja noch irgendwoher, ne? Hat einen aktuellen Marktwert von 4 Millionen, ist der teuerste Spieler von Heidenheim. Dazu muss man sagen, der ganze Marktwert der Mannschaft beträgt nur 29 Millionen. Das heißt, Heidenheim ist der Underdog der Bundesliga. Sie haben 28 Spieler, das kann man also fast sagen, dass 1 Million pro Spieler passt. Die haben ein Durchschnittsalter von 25,5 und die haben in der letzten Transferphase ein Minus von 2,3 Millionen erwirtschaftet. Der Frank Schmidt, der Trainer von Heidenheim, der ist 46 Jahre alt und ist dann quasi 16 Jahre im Amt und könnte dann, wenn er denn gegen Werder spielen sollte, quasi den Volker Finke ablösen als Rekordhalter. Und da war die Frage in der Pressekonferenz, ich habe mir nämlich die Werder-Pressekonferenz und die von Heidenheim natürlich angesehen, wie immer. Und das war ein großes Thema gewesen, das ist 3, 4 Mal gefragt worden, unter anderem, weil in der Pressekonferenz auch der eine Reporter zu Spiel kam aus Stuttgart. Schöne Grüße von hier aus. Jedenfalls muss es am Ende der Pressekonferenz nochmal besprochen werden. Also er geht da ganz relax ran, und wenn er den Rekord bricht, dann ist es halt so. Er sagte, wo er 15 Jahre Trainer war, und die haben letztes Jahr groß gefeiert. Wenn die Fans was machen, das ist in Ordnung, aber er müsste nicht. So. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwas im Stadion gemacht werden wird von den Fans. Ich meine, warum auch nicht, ne? Ja.
Dann gab es ja so ein bisschen Differenz, weil es stehen ja viele Werder-Spieler oder ehemalige Werder-Spieler oder ausgeliehene Werder-Spieler gerade bei Heidenheim unter Vertrag. Und darunter ja auch unser Dingschi. Und er hat jetzt gesagt, dass es Funkstille quasi lange Zeit gab zwischen Werner und ihm. Und Werner sagt, nö, das ist nicht so. Er spricht regelmäßig mit den Spielern und in der Transferphase auch regelmäßig mit den ausgeliehenen Spielern. Das muss ein Missverständnis sein. So gut, müssen wir jetzt glauben, dass es dem so ist, dass da jetzt kein böses Blut zwischen ist. Der Trainer von Heidenheim ist gefragt worden, wie der Dingschi denn drauf ist, und der ist wohl heiß wie Frittenfett. Also der freut sich wohl, wieder auch mal einen einzustecken. Ja, also jedenfalls hat der Junge jetzt ein Tor geschossen, genauso wie, muss man mal lesen, andere Seite. Die haben nämlich alle ein Tor geschossen. Der Pineringer, der Beste, der Dinschi, der Kleindienst haben jeweils ein Tor geschossen. So, also Werder guckt da jetzt wohl genauer hin und kann sich vorstellen, wenn das da weiterläuft, den einen oder anderen vielleicht für Werder zurückzuholen. So sagte Fritz. Dann, was gibt es noch Wichtigeres? Ja, bei Werder sind sie quasi alle wieder auf dem Trainingsplatz, aber bei weitem nicht alle fit geworden. Der Trainer konnte nicht genau sagen, wer da wirklich alles mitfährt. Das wird wohl kurz vor Ende entschieden. Also Agu, Navi Keita, die Wahrscheinlichkeit, dass die mitfahren bzw. spielen, ist wohl geringer als bei Dinschi. Aber der Trainer konnte nichts dafür sagen. Ja, so, dann war die Frage noch gewesen, bei Werder trainiert aktuell ein Kalum Essay mit 21 Jahre alt, der ist rechter Verteidiger. Ist die Frage, der ist gerade vereinslos, also Werder könnte ihn noch verpflichten. Der hat unter anderem bei Tottenham Hotspur seine Ausbildung gemacht. Ist die Frage, ob Werder den verpflichten möchte. Fritz ist in der Pressekonferenz gefragt worden und er sagt, er ist im Austausch mit der Agentur von denen und ja, Interesse besteht wohl, aber wollte ihn natürlich nicht in die Karten blicken lassen. Der Junge hat auf dem Trainingsplatz einen guten Eindruck gemacht. Soweit man das gehört und gesehen hat, kann man sich als Backup für Weiser gut vorstellen. Weiser wäre hier das nächste Thema. Er hat in der Pressekonferenz gesagt gehabt, ganz eindeutig, dass er quasi aktuell nicht verlängern möchte, weil er wollte das in der Transferphase gemacht haben und da hatte Werder da keine Zeit für. Die wollten das quasi jetzt machen und jetzt sagt er, jetzt will er sich auf Fußball konzentrieren. Also die pokern gerade wieder um den neuen Vertrag. Ne? Also Weiser ist ja schon ein wichtiger Mann für uns und der möchte einfach mehr Geld rausschlagen. Da müssen wir abwarten, wo die Reise dahin geht. Gut, vielleicht möchte er der Bestverdienste werden, nachdem ja quasi Füllkrug weg ist, ne? War nicht. So, das haben wir dann besprochen. Genau. Genau, und Werder hat auch hier Beste erwähnt, wie gut der Fußball spielt. Und ob Werder fit ist, wurde in der Pressekonferenz gefragt, nachdem die jetzt alle auf Länderspielreise waren oder alle verletzt sind und wie heiß sie sind nach dem 4-0-Erfolg gegen Mainz und ob sie das als einfache Aufgabe sehen, Heim einem wegzukloppen oder ob das eine schwierige Aufgabe wird. Und da sagte der Trainer, jede Mannschaft, die da kommt, die ist schwer. Da haben wir das typische Geseierte wieder, immer, was wir dann immer hören. Ich meine, da kann der Underdog der Liga kommen und Werner tut so, als wenn Bayern München kommt. Also Heidenheim wird mit Kampfkraft und Siegeswillen daherkommen, also zu Hause. Die werden mit Leidenschaft und Spielfreude rangehen. Die Ex-Spieler von Werder Bremen, die versuchen sich zu profilieren, nach dem Motto, ihr hättet uns mal nicht abgegeben, wir sind auch was wert. Die werden da schon mit Kampfeswille und Leidenschaft rangehen. Wie gesagt, in der zweiten Bundesliga, als wir aufeinander getroffen sind, da sahen wir überhaupt nicht gut aus gegen Heidenheim. Das wusste ich gar nicht, dass wir so eine schlechte Bilanz haben. Wenn man mal guckt, dass Heidenheim das letzte Spiel quasi kurz vorm Ende
noch 2-2 gespielt hat, dass die dann wirklich in der letzten Minute dann wirklich noch brennen und dann wirklich noch ein Spiel entscheiden können. Und andere Spiele, die sie vorher hatten, ganz knapp verloren hat, wird das eine schwierige Aufgabe. Muss ich Werner dann zustimmen? Das ist dann was anderes, weil die werden um jeden Ball fighten. Das wird dann eher so ein Spiel der zweiten Liga wahrscheinlich werden, wo die dann wirklich auf die Knochen gehen und den Spielfluss stören. So kann ich mir das vorstellen. Wenn man da jetzt einen Spieltipp abgeben sollte, ne? Also ob Werder quasi im Flow ist oder nicht, das ist ja die Frage. Ja. Nee, komm. Wir müssen das Spiel eigentlich ziehen, es ist egal, was ist. Also wenn wir gegen den Abstieg 40 Punkte brauchen, wir müssen das Spiel ziehen und wir dürfen da nicht kritisch werden. Das wird ein sehr schweres Spiel, ein kampfbetontes Spiel, aber das muss so in die Richtung 1-2 für Werder gehen. Dass wir ein Tor kriegen, ja, das kann ich mir vorstellen. Das Gegentor für uns, schießt Kleindienst. Per Ecke oder so, Freistoß. Kann ich mir vorstellen. Und bei uns kann ich mir Justin vorstellen, dass er vielleicht eingewechselt wird. Ja. Und ansonsten lassen wir uns überraschen, wenn das 2-1 schießt. Kann ich jetzt gar nicht sagen. Vielleicht hat Schmidt einen guten Tag. Ja. Müssen wir abwarten, das kann ich nicht sagen, aber es ist von mir ja auch nur geschätzt, gell? Ja, okay, ansonsten haben wir eigentlich alles besprochen, was ich auf dem Zettel hatte, glaube ich. Also, wir schnacken einfach beim nächsten Mal weiter, wenn das Spiel gelaufen ist. Da gucken wir uns auch mal hinterher die Statistiken an. Ich glaube, das ist auch mal ganz interessant, wie das Spiel im Einzelnen war. Da habe ich jetzt gerade eine neue Funktion gefunden. Ja, und ansonsten. Möchte ich meine Freunde von lebenslang A1 grüßen, Werder Bremen, dem Fußball-Fan-Talk. Warum hänge ich mir den Videos hinterher, lieber Sepp? Das ist ganz einfach. Ich mache nebenbei noch eine Ausbildung. Ich gehe arbeiten in meinem Beruf. Ich habe sehr viele Freizeitaktivitäten, wie man auf den Videos teilweise auch sieht. Ja, ich schreibe noch eigene Bücher, nur mal so um eigenes Interesse mal Werbung zu machen. Die findet man alle bei Amazon. Und ich bin eigentlich ein sehr aktives Kerlchen, wie man auch ein bisschen auf dem Kanal auch sehen kann. Dafür muss ich teilweise reisen und die Orte besuchen und die sind nicht gerade um die Ecke. Und ganz ehrlich, nochmal darauf zurückzukommen, es waren 31 Grad, Alter. Lass die Kirche im Dorf. So, und an den Scoop, kurze Frage, die ich immer stelle, wenn wir uns miteinander schreiben. Wie weit bist du mit dem Bodebuch? Bist du denn jetzt endlich mal fertig? Du hast uns auch damals in euren Videos versprochen, dass du das Buch durchliest und darüber berichtest. Und auf diesen Bericht erwarte ich, da bin ich heiß auf wie Frittenfett, wie du immer schön sagst. Komm doch bitte mit der Wurst mal rum. Und wenn wir jetzt mal über Wurst reden, nochmal ganz eine kurze Frage zurück. Wie gefällt euch denn die neue Stadionwurst? Schreibt das doch mal bitte in den Kommentaren darunter. Ich habe sie persönlich probiert. Ich mag sie gar nicht. Ich bleibe bei der alten Wurst. Und ja, dann sage ich, bleibt mir nichts anderes über. Abonniert den Kanal, teilt das Video, liked ordentlich, aktiviert die Glocke und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja alles, um den Kanal ein bisschen die Reichweite zu geben und ihn aufzubauen. Und ansonsten hoffe ich auf einen Werder-Sieg. Wenn es ein Unentschieden wird, ist, kann auch passieren. In der Lage möchte ich gar nicht dran denken. So, ich wünsche euch einen schönen Abend und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.